Hallihallo, schön, dass ihr mit dabei seid bei der ersten Folge Foundation. Das ist ein Städteaufbauspiel und es ist so schnuckelig und so süß und ich bin dem Ganzen total verfallen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ja, nehme ich da mal ein paar Folgen auf, mal gucken, was draus wird und ich finde es einfach nur geil. Also es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt auch Mods für das Spiel. Ich habe allerdings noch keine ausprobiert, also es ist hier jetzt wirklich so rein. Vanilla, Natura. Aber ja, fangen wir einfach mal an. Hier gibt es so eine Hilfestellung. Also euer erstes Gebiet, Dorfzentrum, Werkstatt, Arbeiter zuweisen und so weiter. Ich habe es ein bisschen angespielt und habe mir ein paar Let's Plays angeguckt. Ja, dann habe ich mir gedacht gehabt, boah, das sieht eigentlich recht nett aus, so ähnlich wie Siedler, Anno und noch so ein paar Städteaufbauspiele gemischt. Und probierst du mal. Und dann habe ich mir das da angeguckt und ja, je mehr ich gesehen habe, desto mehr hat es mich in seinen Bann gezogen. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, wie es so läuft. Ob ich das alles so hinkriege. Wie ich es mir vorstelle und wie man das machen muss, weil es gibt verschiedene Stufen der Einwohner. Aber das wird sich alles im Laufe des Spiels erklären. Wir machen das jetzt erstmal zu. Wenn wir Hilfe brauchen, können wir hier oben auf Hilfe drücken oder F10. Im Moment verdienen wir noch nichts, weil wir ja noch nichts haben. Und wir dürfen uns jetzt ganz am Anfang hier so einen Bauplatz aussuchen. Wir können uns auch hier immer wieder Bauplätze dazu kaufen für 500 Münzen. Und ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, was hier so alles drin wäre. Also da oben möchte ich jetzt keins. Das hier wäre jetzt nicht schlecht. In jedem Anfangsgebiet sind übrigens Beeren, Steine zum Abbauen und Holz. Das hier wäre, oh, das hier wäre aber schick. Das würde mir gefallen. Da geht es dann hier hoch auf die Ebene. Also hier ist Maprand. Die ist nicht unendlich groß. Und ja. Hier wäre auch schick, aber weit vom Wasser weg, ne? Weil wir können hier auch Fische fangen. Ich glaube, das vorne ist das einzigste Wasser. Kann das sein? Ja, das ist das einzigste Wasser. Also entweder nehmen wir uns das hier und breiten uns dann nach hier und nach da aus. Oder wir nehmen uns das hier. Und dann nach hier und nach da. Irgendwie glaube ich, ich möchte das hier haben. Das kostet auch nichts jetzt und das zweite Gebiet können wir uns auch umsonst holen. Ich glaube, ich nehme das hier. So, fertig. Mineralvorkommen entdeckt. Ja, hier sind so Berge mit so grünem Moosgestein oder was auch immer. Und da kann unser Vogt dann Mineralien entdecken. Jetzt würde ich aber sagen, wir fangen einfach mal an. So, als erstes müssen wir eine Dorfmitte bauen. Marktplatz, Dorfzentrum. Das müsst ihr nicht zwingend in die Mitte bauen. Also ihr könnt es auch rechts oder links oder sonst wohin bauen. Keine Ahnung, ich glaube, ich baue das hier hin. Da sieht man wenigstens, wenn was passiert. Zack, gebaut und da sind auch schon unsere Mannequins. Mädchen und Jungs, Männer und Frauen, wie auch immer. Schnurrbärtle, Mönchfrisur. Sind goldig, sie sind so süß. So, die brauchen jetzt natürlich was zu essen, was zu trinken. Dafür brauchen wir aber erstmal eine Bauhütte, weil dort sind die Baumeister angestellt. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir werden wahrscheinlich eher in dieses Gebiet aus. Ja, ich glaube, ich stelle es mal hier hin. Man kann auch unglaublich weit reinzoomen. Mit STRG und der Maus hin und her bewegen, könnt ihr das auch drehen. Ich weiß nicht, seht ihr das, dass da vorne zwei grüne Pfeile sind? Das ist sozusagen der Ein- und Ausgang von diesem Gebäude. So, bauen. Das hier ist jetzt ziemlich schnell gebaut. Dann klickt ihr auf das Gebäude, dann geht ein Menü auf und dann können wir hier Arbeiter zuweisen, die halt bauen sollen. Machen wir erstmal drei, dann ist nämlich alles relativ schnell gebaut. So, und hier neben habt ihr Aufträge, die ihr erfüllen könnt. Da kriegt ihr dann auch Sachen für. Jetzt müssen wir erstmal hier gucken, haben wir alles Mögliche bekommen. Wo ist denn die Bärensammlerhütte? Gehen wir mal auf Nahrung. Hier. Ich glaube, ich mache hier zwei Bärensammlerhütten hin. Ja. So, das gefällt mir. Dann sieht es nicht so in der Luft stehend aus, das Brett. Zack.
Hier können wir jetzt zum Beispiel zuweisen, wo die abbauen sollen. Einmal hier und einmal da. Und dann müssen wir natürlich auch hier zuweisen, dass unser, wie heißt der jetzt noch gleich, Holzfäller dann das hier abholzt und bitte hier ums Dorf rum erstmal. So, und dafür brauchen wir jetzt natürlich einen Holzfäller. Zack, zack. Wo stellen wir den denn hin? Wo soll das Dorf denn hin? Ich glaube, das Dorf soll eher hier hin. Und dann können wir hier so die Industrie machen, weil ihr seht es schon, die Gebäude haben so Ringe drumherum, einmal einen grünen, einmal einen roten. Und mit dem roten kommt quasi ein schlechter Einfluss auf das Gebiet. Das ist den Leuten zu laut und zu gewerkig, die wollen das ruhig haben in ihren Wohnsiedlungen. Und deswegen muss man drauf schauen, dass man die Wohnbereiche attraktiv hält und die Gebäude, die eben so einen roten Kreis haben, zusammensetzt. So, dann priorisieren wir das mal, dass das als erstes bitte gebaut wird. Und danach dürfen sie dann das hier, obwohl das ist ja quasi gleich schon fertig. So, im Moment haben wir ja noch ein bisschen was hier. Später müssen wir uns dann die Sachen einkaufen, also Werkzeuge auf jeden Fall. Und dann mal gucken, hier oben sehen wir zum Beispiel, wir haben noch 5 Arbeitslose. Die können wir irgendwo beschäftigen. Hier sehen wir die Zufriedenheit, die ist ja gar nicht gegeben. Wir müssen denen was zum Trinken hinstellen. Guck mal, das können wir eigentlich hier hin machen. So. Also es ist jetzt nicht so, dass alle Gebäude gleich aussehen. Es ist schon ein ziemlich individuelles Spiel. Und zwar kann man hier die verschiedenen Gebäude, ich weiß nicht, sieht man die schon? Also einige verschiedene, einmal die Dorfkirche, das Herrenhaus und die Taverne und später noch die Kirche und ich weiß nicht, welche Gebäude noch, kann man individuell gestalten. Was ist das? Transport, eine Brücke. Ja, braucht man gerade zum Glück noch nicht. Gibt auch eine Karte, da gibt es ziemlich viele Flüsse, die habe ich noch nicht gesehen. Die hier spiele ich jetzt auch zum ersten Mal. Und da braucht man ziemlich viele Brücken, um die Dorfbewohner hier miteinander zu verbinden, dass die über die Flüsse drüber können. So, was haben wir? Die Sammlerhütte, so, zack. Dann machen wir da mal einen rein, aktuell. Und dann brauchen wir aber auch noch, hier, macht mal den hier. Hopp. Aber wir brauchen eine Stein-Dingsbums. Nein! Stein zuerst, wo ist denn hier? Stein. Steinbruch. Ja, ich glaube, den machen wir hier so in die Ecke. Oder hier. Ich glaube, hier ist auch gut. Dann können die von rechts und von links her. Zack. Priorisieren. Unser Holzfällerlager ist auch fertig. Da brauchen wir jetzt auch erstmal nur einen. Am Anfang müssen wir ein bisschen sparen. Später kommen die zuhauf hier an. Aber am Anfang müssen wir ein bisschen sparen. Genau, die Abbauzone habe ich gemacht. Aufforstung können wir machen, verbotenes Land und später kommen noch andere mit dazu. So, jetzt haben wir hier Bärchen. Jetzt müssen wir aber noch einen Marktstand bauen und einen Speicher. Speicher, Speicher, Speicher. Können wir den Speicher denn schon? Ja, hier ist der Speicher. Das Lagerhaus müssen wir freischalten. Wie sieht das denn aus hier? Speicher sollte man eigentlich möglichst nah bei den Bärchen bauen. Und der hat jetzt überhaupt nichts. Weder positiv noch negativen Einfluss, ne? Also, weil der hat ja keinen Kreis. So, zack, bauen. Dann können wir nämlich die Bärchen da drin einlagern und dann bauen wir hier einen Marktstand hin, sobald der Brunnen endlich mal gemacht ist. Und dann können die dort nämlich die Bärchen verkaufen. Dann haben sie durch den Brunnen die, das Wasser erfüllt und durch den Marktstand, der die Bärchen verkauft, die Nahrung. Und dann, wenn das hier 100% hat und die Zufriedenheit wirklich gegeben ist, dann kommen hier auch neue Dorfbewohner an. Insgesamt haben wir momentan 8 Stück. Und jetzt gucken wir mal, dass die ein bisschen schneller vorankommen. Hallo? Was ist los?
Brauche noch unbedingt mehr Holzfäller. Wir können auch vorspulen, fällt mir gerade ein. Hier, Geschwindigkeit mal 3. Und man kann die halt wirklich riesig bauen, die Städte. Was ich bis jetzt schon rausgefunden habe, dass die halt immer in der Nähe einen Wohnplatz brauchen als Komfort. Das heißt, überall, wo wir sowas bauen, brauchen wir einen Wohnbereich, wo die wohnen können, wo sie was zu essen und zu trinken finden und wo sie eine Kirche haben. Brauchen wir überall, sonst haben die so weite Wege. Sie mögen auch irgendwie kurze Wege, weil dann sind sie effizienter. Und ich glaube, je höher sie aufsteigen, desto mehr Pausen brauchen sie, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Also am effektivsten sind eigentlich die ersten, die Leibeigenen. Aber die sind halt jetzt noch sehr unzufrieden, weil sie noch nichts zu essen und zu trinken bekommen. Steinbruch wurde gebaut. Jawohl, sehr gut. Halt ist der hier oben. Gleich mal einen zuweisen. Und dann haben wir jetzt noch einen für den Marktstand und einen als Träger. Und dann müssen wir eh erstmal warten. Dann können wir zwar hier noch andere Sachen ausrichten. Kommt schon, baut den links hier. Schneller, macht Stein. Ich möchte es nämlich jetzt hier nicht zu eng dran machen. Das soll schon gut aussehen. Marktstand. Ach, das kann man so. Okay. Fup. Das hier. Man kann die auch super schön dekorieren. Ne? Ach, das ist so geil, das Spiel. So, dann machen wir hier mal einen Marktstand. Der Bubbel muss hinten sein. Da steht dann jemand und verkauft es. Und wir machen das so. Und so. Und. Ah, Wulfhilde. Alles klar. Wo ist denn mein Marktplatz? Hier. Priorisieren. Auf geht's. Erlaub, auf geht's. Oh, guck mal, die ist aber schnell dabei. Zack, zack. So, wunderbar. Und wenn die einen Beruf haben, so wie jetzt zum Beispiel hier die Baumeisterin. Ah, das sieht man sehr schön. Die leveln ihren Beruf. Zack, Level 2 ist sie. Ich glaube, dass sie dann effizienter ist. Hier kann man auch andere Berufe dann aussuchen, wenn man eine gewisse Person zu einem anderen Beruf machen will. Aber ich glaube, sie sind dann effizienter mit jedem Level. Im Moment hat sie frei. So, jetzt müssen wir erstmal hier einen Markthändler zuweisen und das, was er handeln soll. Das wären dann die Bären. Ja, macht mal das hier fertig, ne? Fehlt noch Stein, ne? Stein, Stein, Stein. Auf geht's. Und dann werden wir jetzt mal gucken. Der nächste wird auf jeden Fall ein Holzfäller werden und ein Steinbrucharbeiter. Und dann werden wir, denke ich mal, auch schon Wohngebiet ausweisen. Man kann auch hier, also hier kauft man das Territorium und hier ist die Sichtbarkeit, dass ihr das mal seht. Also denen ist es hier zu laut, deswegen ist es rot. Und hier ist es grünlich, weil hier nämlich die Sachen sind, die sie brauchen. Also Wasser und ein Stock. Also wenn da mal der. Was ist denn mit dem Brunnen? Bringt doch da jetzt mal Steine. Ich habe doch das priorisiert. Warum macht ihr jetzt zuerst das hier? Das habe ich noch. Ah, jetzt. Habe ich noch nicht so ganz verstanden. Manchmal wird das Gebäude, das man als letztes in Auftrag gegeben hat, als erstes fertig, obwohl es die gleichen Materialien braucht wie das andere. Aber es ist einfach nur. Jawohl! So, machen wir. Oh, wir haben keinen. Haben wir noch einen? Ja, für den Speicher, genau. Die sind so putzig. Guckt euch das an. Ah, jetzt rennt sie auch gerade weg hier. So, jetzt ist sie wieder da. Zack. Hämmern, hämmern, bauen. Huch. So, ein Screenshot gemacht. Oh, die geht auch Holz hacken. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Also, die geht tatsächlich Holz. Nee, das ist die Holzfällerin. Die sah eben bloß gleich aus, wa? Okay. Ich bin so gespannt, was mich alles erwartet in dem Spiel. Da sieht es. Jetzt wird gleich der Speicher fertig. Und ich finde das Tolle bei dem Speicher: bei dem hier lagern wir jetzt Bären ein. Dann sind hier überall Bären. So, zack. Ein Träger und Bären.
Und bei den anderen sind dann die anderen Sachen hier gelagert. Die man so alles hier. Seht ihr? Da, Bären, zack. Machen wir aber das hier wieder aus. So. Erfüllt die Bedürfnisse der Neuankömmlinge. Ja. Machen wir dann, wenn wir mal welche haben, ne? Also wir brauchen auf jeden Fall noch. Oh, Neuankömmlinge. Nee, die, die schon halt waren. Ach so, unsere. Weil die heißen nämlich auch Neuankömmlinge, die hier kommen. Hier reisen quasi immer Leute vorbei. Oh, wir sind bei 32%. Und die entscheiden sich dann dazu, ob sie hier bleiben wollen oder nicht. Also so kriegen wir neue Leute. So bekommen wir neue Einwohner, die für mich arbeiten. Und ja, unsere Stadt gedeihen lassen. Und die Ressourcen sind anscheinend unendlich, wenn ich das richtig gesehen habe. So, der bringt das rüber, der Träger. Okay, ja, wir haben es maximiert. 100% zufrieden sind sie alle. Und dann können wir hier ein Wohngebiet ausweisen, sobald es funktioniert. Und eine Kirche bauen. Aber grundsätzlich haben wir jetzt erstmal die Grundlage geschaffen für das alles. Wir brauchen dann auch noch eine Säge. Werk und ein Forsthaus. Aber im Moment haben wir noch genug Wald. Sägewerk wäre jetzt nicht schlecht. Bevor unsere überarbeitet sind, machen wir mal hier so ein Sägewerk hin. Wie sieht denn das gut aus? Ich glaube, so sieht es gut aus. Wo bist du denn innerhalb? Nee, so sieht es besser aus. Ne? So ist besser. Zack. Baut das mal. Und dann brauchen wir natürlich auch ein Lagerhaus. Lagerhaus können wir aber erst hier freischalten. Wir brauchen 10 neue Ankömmlinge. Und Prunk. Ich glaube, Prunk kriegen wir mit der Kirche, ne? Oder mit dem Haus? Ich weiß es nicht. Wenn wir sehen. So, zack, zwei neue Einwohner und ah, ich bin nun euer bescheidener Diener. Jawohl, das ist gut. Dann können wir jetzt hier quasi noch einen Sammler einstellen und wir haben den nächsten schon für unser Sägewerk, was demnächst gebaut wird. Und mit Holz können wir, glaube ich, sogar die erste Handelsroute freischalten. Das wären hier, jawohl, 20 von den Holzplanken, von den Brettern. Und wir können das freischalten. Für die brauchen wir dann gewöhnliche Kleidung und für die hier brauchen wir Brot. Weil alles nacheinander. Jetzt sind wir erstmal mit dem hier dran. So, da hat sich jetzt leider keiner entschieden, da zu bleiben. Aber okay, können wir nichts machen. Ist so. Naja, ist ja bald fertig. Dann haben wir auch ein Sägewerk. Ja, am Anfang ist überall alles so ein bisschen unterbesetzt, aber das kommt dann schon noch. Weiß nicht, die Lagerhäuser? Da hätte ich dann gerne das Gebiet. Aber eigentlich sollten wir erst hier unten hingehen, damit wir hier unsere Fischereien dann hinmachen können irgendwann. Mal schauen. Wir brauchen aber auch. Oh, was haben wir gekriegt? Wohngebiet. Sehr geil. Gut, Wohngebiet werden wir machen. Wohin? Ich glaube, wir machen Wohngebiet hier und da, aber zuerst mal. So. Ja, ich glaube, so machen wir das erstmal. Denke ich. So. Was haben wir denn Neues hier? Administration, Gottesdienst. Hier ist die Kirche, von der ich geredet habe. Oh, oh! Ja, fleißig gleich hier ein paar Häuser.
So, jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo war jetzt das Wohngebiet? Okay, ich muss. Hier muss ich die Kirche hin. Ich mach mal hier die Kirche hin. Kirche. Da. Noch haben wir nicht so viele Gebäude für die Kirche. Aber das soll ja sowieso nur eine kleine Dorfkirche sein. Wo machen wir das dran? Wir könnten rechts und links einen Turm machen. Bringt das eigentlich Plätze? Nee. Das bringt uns aber Prunk. Ah, nee. Nee. So. Wartet mal. Man kann das nämlich auch ein bisschen größer machen. Das bringt aber nichts beim Fassungsvermögen. Das bringt nur was bei der Optik, würde ich mal sagen. Eins müsste es noch nach oben. Und dann hätte ich hier vorne gern sowas hin. Und das bauen wir jetzt erstmal. So, genau. Jetzt haben wir nur das Problem, wir brauchen jetzt dann echt die Bretter. Für. Oh, guck mal, der ist schon fertig. Zack. Für den Handelsweg, weil wir haben jetzt dann keine Werkzeuge mehr. Und die brauchen wir. Zum Bauen. Und hier haben sie ihre Wohnhäuschen hingebaut. Schnuckelige Wohnhäuschen, damit die ihren Komfort behalten, ist es wichtig, weil der Komfort ist, wo sie wohnen. Und ihre Bedürfnisse, meine ich. Gottesdienst brauchen sie auch schon. Okay, jetzt werden wahrscheinlich erstmal keine da bleiben, wenn wieder welche durchreisen. Weil es nicht so ansprechend ist mit 68%. Aber wir sind ja bei. Dann wird's schon. Und ich würde sagen, dass die erste Folge dann jetzt auch zu Ende ist. Wir haben ziemlich viel geschafft und so den ersten Eindruck vom Spiel bekommen. Ich finde es einfach nur mega geil. Man kann es natürlich auch normal laufen lassen, dann dauert alles ein bisschen länger hier. Oh, wir haben doch einen neuen Bewohner, obwohl wir nur 64% haben. Finde ich super. Aber dann ist die Folge für heute zu Ende. Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Falls ihr irgendwelche Tipps für mich habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Bleibt gesund, macht's gut, bis dann. Tschüss.